So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Der DAX macht ja Sprünge, die bis zu 9.750 gingen und anschließend gleich ja, innerhalb von einer Stunde gab er wieder 100 Punkte ab. Also, dann schauen wir das an, wie sich das im Chartbild so gibt. Fangen wir im 15-Minuten-Chartbild an. Hier gab es ja nach dem Kaufsignal nochmal einen Rücksetzer, neues Low. Und mit dem heutigen Tag hat er wieder ein Gap gerissen. Das andere größere Gap liegt bei 9.950 Punkten. Was jetzt hier eben der DAX auf der Xetra DAX eben gemacht hat, hat hier eine kleine Verbindung geschaffen bis zu der Marke, die ist ja auch schon seit Wochen bekannt, 9.650 Punkten. Und hier ist er jetzt, wie man sieht, bullisch abgeprallt. Also für mich ist das eine Marke, die man auf jeden Fall sowieso, weil sie jetzt getestet worden ist, beachten muss. Genauso wie eben die 9.550 Punkte Marke. Also für einen weiteren bullischen Verlauf sollte dieses Gap offen bleiben, was im Moment auch, also am heutigen Tag auch noch recht wahrscheinlich ist. Und wie gestern skizziert, sind hier über jeweils nach 50 Punkten etwa ein weiteres Kursziel. Und ein Kursziel dürfte hier zumindest auch die Gap-Oberkante sein, genauso wie hier die Gap-Unterkante. Aber schauen wir das mal dann im Stundenchart an, wo wir da liegen würden. Also hier gab es, ich gehe mal kurz in den Tag rein, hier würde auch jetzt, nachdem gestern die Linie von unten getestet worden ist, ist sie jetzt eben von oben genau getestet worden, dieser Aufwärtstrend, der gebrochen worden ist. Ja, nicht nur kurzfristig, also auch auf Wochenschlussbasis und auf Tagesbasis. Und hier liegt dann die Oberkante des Rainbows bei 9.820, 50 Punkten. Also hier könnte eben der DAX noch bis zur US-Eröffnung hinlaufen und vielleicht dann nochmal, wenn die Amis dann auch die Eröffnung teilweise eben abverkaufen, könnte es eben nochmal leicht runtergehen. Also so wäre jetzt mein gewünschtes Szenario, erstmal nochmal hoch bis circa 9.820 und dann leichte Seitwärtsbewegung. Sonst Wochenchart, hat sich jetzt nicht erstmal nichts Großartiges geändert und sonst Ami-Handel war ja gestern nicht. Bei den Einzelwerten, ist also die RWE und die E.ON recht weit vorne, dann gefolgt von ThyssenKrupp und Daimler, Bayer, die waren ja gestern, und Continental sollten den Markt ja outperformen. Und im Prinzip Daimler und Bayer machen es auf jeden Fall. Conti liegt etwa, wie man auch hier sieht, im Mittelfeld, also nur Marktperformer. Schauen wir eben kurz die Chartbilder an. Die waren ja charakteristisch eben durch den EMA 200 im Wochenchart. Und deswegen hier sollten sich hier die Chartbilder eben von den Einzelwerten durchsetzen und da eben auch eine größere Gegenbewegung einleiten können. Dann sehen wir natürlich im DAX auch wieder die 10.000 Punkte Marke. Bei Conti war das eben hier die Rainbow-Unterkante, bei Bayer ebenso der EMA 200. Hier beim Brentöl hört man ja laufend neue Hiobsbotschaften, also hier muss man wirklich auch vorsichtig sein, wenn dann die Position sehr eng absichern. Das war es erstmal.
Ja, danke fürs Zuhören. Ich melde mich später wieder.